hier, ihr seid ja schon da. Schaut mal, ich bin gerade am Baden. Guck mal mein Sixpack an. Ach, und ganz vergessen, heute gibt's was ganz Besonderes. Hm, ich weiß nicht, ob ich euch verraten kann. Naja, ihr dürft es aber auf keinen Fall irgendwem weitererzählen. Nicht mal Suchi. Kann ich euch vertrauen, Freunde? Freunde, wisst ihr was? Lasst jetzt mal allen Abo und ein Like da, falls ich euch vertrauen kann. Sonst glaube ich nicht, dass ihr es keinem weitererzählt, Freunde. Also auf 3, 2, 1 und 0. Wow, Freunde, ihr wollt es wirklich keinem weitererzählen? Okay, dann verrate ich es euch. Nämlich werde ich heute einfach alle Geheimnisse von meinen Freunden lüften. Oh ja, Freunde, richtig gehört. Ich werde heute die Geheimnisse Okri lüften und die Geheimnisse Okri-Schwester. Das wird ein XXL-Video, deswegen würde ich sagen, los geht's. Wow, Freunde, wir suchen die ganze Zeit Okri, denn er hat sich versteckt mit seinen Geheimnissen. Und wow, was ist das dort vorne? Eine Höhle? Lol, der hat in der Höhle seine Geheimnisse versteckt. Der will nicht, dass wir da rankommen. Hey, wieso macht er sowas überhaupt? Ich glaube, der verheimlicht uns irgendwas richtig Peinliches. Hm, das macht echt keinen Sinn, Sam Lucky. Was könnte es damit auf sich haben? Lass uns einfach mal vorbeischauen, Oxy. Komm schon. Und, was ist da nur? Ja, ganz genau. Was macht er da bitte, Sam Lucky? Siehst du das? Okay, mal schauen. Sehe ich hier vorne einen? Nein, keiner beobachtet mich. Sehr gut. wenn ich jemanden sehe und der mein Geheimversteck sieht, dann werde ich ihn auf jeden Fall zur Rede stellen und vielleicht stelle ich dann ein paar Sachen mit ihm an, damit er sich daran nicht mehr erinnert. Was? Was sagt er dort? Und jetzt geht er wieder in seinen Geheimgang? Was hat er da bloß nur versteckt? Warum ist das Lucky, so Sam Lucky, Sam Lucky, lass uns hinterhergehen, lass uns einfach hinterhergehen, egal was da ist. Okay, wir gehen jetzt in Okris geheimes Versteck. Okay, lass uns da direkt reingehen, Leute. Ich frage mich echt, was er darin macht. Er meint irgendwas von einem Geheimnis oder ein Geheimversteck? Wieso sollte Okri denn bitte Geheimnisse vor uns haben? Okay, lass uns jetzt hier reingehen. Oh Mann, das sieht hier so gruselig aus. Was hat ihr hier nur angestellt? Wow, hier geht's ganz tief, Leute, rein. Okay, wow, wo sind wir jetzt hier? Und warum können wir jetzt hier nicht mehr weiter? Ich glaube, wir sind in einer Sackgasse. Oh nein, Freunde, was hat Okri nur vor? Wir werden den erst verfolgen, aber bevor wir das tun, zeige ich euch doch ganz schnell mein neues Lieblingsspiel. Und danach finden wir all Okris Geheimnisse heraus. Okay, Star Rail ist ein aufregendes Spiel, das von den Machern des beliebten Genshin Impact entwickelt wurde. Und weißt du was? Es gibt ein neues Update. Freu dich auf Version 1.2 in der Geschichte von Shenzhou Lofu ihren Höhepunkt erreicht. Aber das ist doch nicht alles. Honkai Star Rail bringt in diesem Update zwei neue Charaktere mit, auf die viele von euch sehnsüchtig gewartet haben. Blade und Kafka. Diese Jäger sorgen für jede Menge Spannung im Spiel und am besten daran ist, dass du ab dem 19. Juli endlich mit ihnen spielen kannst. Schau mal, wie stark Blade, der neue 5-Sterne-Charakter ist. Junge, ist der super stark und er hat erstaunliche Fähigkeiten. Schau selbst, wie toll er kämpfen kann. Aber es gibt noch mehr zu entdecken. Honkai Star Rail hat ein aufregendes Kollaborationsevent vorbereitet, das du auf keinen Fall verpassen solltest. Ab dem 22. Juli kannst du in jedem Konbei-Geschäft in Deutschland besondere Getränke genießen, die von Blade und Kafka inspiriert sind. Und das ist noch nicht alles. Du bekommst auch exklusive Geschenke rund um Honkai Star Rail, wie Aufkleber, Poster, Becherhalter und sogar Postkarten. Außerdem erhältst du Einlösekarten für großartige Belohnungen im Spiel. Das Honkai Star Rail Version 1.2 Update steckt voller aufregender Inhalte. Also lade das Spiel mit dem Link unten in der Videobeschreibung runter und verwende dabei den Geschenkcode, um 50 Star Jade als Belohnung zu erhalten. Danke an Honkai Star Rail für die Unterstützung dieses Videos und viel Spaß beim Spielen. Oh Mann, das hier alles ist so düster und gruselig. Ja, weil hier vor allem niemand ist, außer wir. Und was hat Okri hier angestellt? Aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Schau mal, Sam Lucky, hier ist ein Knopf. Siehst du das? Kommt man da überhaupt ran? Warte mal, ich teste das kurz und zack, perfekt. Sehr gut. Wow! Was? Was ist hier bitte los, Sam Lucky? Ich weiß es auch nicht, aber es scheint so aus, als ob wir jetzt im ersten Level sind. Was passiert hier? Was ist bitte mit Okri los? Was ist bitte mit ihm geschehen? Warum ist er denn so verrückt geworden? Was hat er hier bitte gebaut? Leute, ich krieg noch einen Nervenzusammenbruch. Okay, lass uns sofort hier weitergehen. Was steht hier? Lava, Geheimnis Nummer 1 wartet am Ende. Warte mal, was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht, Lea, lass es uns herausfinden und let's go. Warte mal, ich glaube, das ist ein Lava-Parcours. Jo, du hast recht, Okri, Okri, hörst du uns? Bist du hier irgendwo? Warte mal, was macht ihr hier? Ich sehe euch ganz genau. Okri, wo bist du bitte? Beobachtest du es extra durch die Kameras da hinten? Ja, genau, aber was macht ihr hier drin? Das ist doch mein geheimer Bunker. Wir haben dich gesehen, was machst du hier? Was ist das alles? Warte mal, Orksi, nicht weiter nach vorne. Nach jedem Level, das ihr besteht, bekommt ihr ein Buch mit einem Geheimnis drin von mir. Das könnt ihr nicht machen. Wow, Sam Lucky, schau, so wie ich gesagt habe. Ja, du hattest einfach recht. Haha, Okri, wir werden jetzt jedes Geheimnis von dir lüften.
Kisten. Oxy, ich glaube, das sieht doch nicht mehr so gut aus. Ganz genau, Okri, ich bin einfach in die Lava gefallen. Ja, ihr werdet es so oder so nicht schaffen, so weit zu kommen. Ihr werdet kein Geheimnis von mir lüften. Und selbst wenn, das erste Geheimnis ist nicht mal so schlimm. Ach, bist du dir sicher, Okri? Ich bin schon richtig weit. Oxy, Lea, ihr müsst euch auch beeilen. Wenn oh, ihr ja, wisst, oh, wie ja, viele natürlich. Geheimnisse ich habe, ihr werdet es niemals schaffen. Versucht es überhaupt nicht. Okay, Okri, ich werde mein Bestes geben. Ich will all deine Geheimnisse lüften. Okay, Freunde, und zack, komm schon, wir müssen das schaffen. Lea, wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht es ganz gut aus, aber ich glaube nicht, dass ich diesen Sprung hier schaffen werde. Es ist zu weit weg. Du schaffst das schon, Lea. Ich glaube an dich. Und komm schon. Okay, und zack. Perfekt, du hast es geschafft. Okay, jetzt versuche ich mein Bestes. Und zack, ich hab's auch geschafft. Oxy, beeil dich. Oh ja, natürlich. Wow, wow, wow. Oh, Mann. Oxy schafft das irgendwie gar nicht. Ich glaube, Jump'n'Runs sind nicht so dein Ding, oder? Oh Mann, wieso hat das Okri bitte so schwierig gebaut? Ich komme hier gar nicht rüber. Naja, ist es eigentlich nicht so schwierig, Oxy. Du musst dich einfach nur anstrengen. Und, warte mal. Ich glaube, ich bin schon bei der ersten Kiste, Lea. Wollen wir schon mal reingucken? Oh ja, los, schau mal rein. Okay, let's go. Hier ist ja gar nichts, außer ein Buch mit einer Feder. Bestimmt steht dort sein Geheimnis drin. Okay, das könnte wirklich sein. Okay, ich öffne es in 3, 2, 1. Aber davor, Freunde, lasst noch schnell ein Abo und ein Like da. Bitte nicht, lasst alle ein Dislike da. Wie, warte mal, was? Nein, nur wenn ihr liked, mache ich das Buch auf, Freunde. Ihr habt genau 3 Sekunden Zeit. 1, 2 und 3, let's go. Lass mich aussehen. Ja, warte schon. Und go. Was steht da drin? Okri liebt Diamanten? Oh, das wussten wir doch sowieso schon. Okri, was ist das denn für ein Geheimnis? Wir haben etwas total Peinliches eigentlich erwartet. Aber die nächsten werden bestimmt noch viel, viel peinlicher. Nein, Leute, ihr schafft es eh nicht. Die Geheimnisse, die ihr niemals erfahren dürft, die kommen erst ganz am Schluss. Aber seit wann wisst ihr, dass ich Diamanten liebe? Ach, das ist doch so offensichtlich, Okri. Genau, Okri, jeder weiß das. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh Mann, du musst jetzt wieder von vorne starten. Nein, muss ich gar nicht. Ich glaube, hier war ein Checkpoint. Okay, wir machen sofort weiter. Oh let's nein, go. Ich hab's vergessen. Ich habe mir Checkpoints eingebaut. Oh nein, ich habe Checkpoints eingebaut. Die dürfen nicht so weit kommen. Dann finden die meine ganzen Geheimnisse heraus. Und ja, Okri, wir werden all deine Geheimnisse rausfinden. Let's go, Freunde. Okay, jetzt den Leiterjump hier. Den nächsten. Und hier ist eine Kamera. Die mache ich weg, Okri. Nicht mehr was. Ey, hört auf damit. Okri. Aber ich glaube, das war nicht die einzige Kamera. Du hast ja in jeder Ecke eine Kamera platziert. Warte mal, was müssen wir jetzt hier machen? Ja, das schafft ihr niemals. Das könnt ihr auch gar nicht schaffen, weil ihr seid viel zu schlecht dafür. Oh nein, ihr dürft mein letztes Geheimnis niemals herausfinden. Nein. Ach, komm schon, Sam Lucky, das schaffst du. Okay, ich glaube an mich, Lea. Ich muss einfach nur um die Ecke springen und dann diesen Block treffen. Und 1, 2 und 3. Komm schon, ich hab's geschafft. Oxy, du hast es wieder nicht geschafft. Ach komm, Oxy. Du musst es doch nur nochmal versuchen. Ich kriege es schon diesmal hin. Keine Sorge, Leia. Okay, aber ich bin gleich beim nächsten Geheimnis. Und zack, ich bin da. Kann ich schon mal alleine reingucken? Nein. Sam Lucky, bitte warte noch kurz auf uns. Lea, du wirst den Sprung schaffen. Komm schon. Okay, und los. Das kriegst du hin, Leia. Let's go. Du hast es geschafft. Okay, wir sind jetzt hier bei der Kiste, Leia. Willst du diesmal reinschauen? Ich hab's auch hinbekommen, Sam Lucky. Perfekt, Oxy. Oder willst du reinschauen? Ich schau rein. Okay, mal schauen, was da drin steht. Mein nächstes Geheimnis bitte nicht öffnen. Okri, soll ich's lieber in die Lava werfen, sodass wir nicht wissen, was da drin ist? Ja, bitte. Nö. Okri, das machen wir nie im Leben. Wir werden jetzt alle Level durchspielen. Okay, Leute, rück dran. Und was steht da drin? Geheimnis Nummer 2. Okri hat bisher 6 Mal in das Bett gepinkelt. Ist ja total widerlich. Ich zieh das mal durch, Sam Lucky. Das stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge. Wie, das ist eine Lüge? Ich schau auch mal rein, Oxy. Nicht, dass du uns veräppelt hast. Warte mal, da steht der ja wirklich. Okri hat bisher 6 Mal ins Bett gepinkelt. Haha, Lea, schau dir das mal an. Warte, lass mich mal reinschauen. Warte, was? Wie cool. Was? Was? Wieso ist das cool? Das ist ekelhaft. Naja, lass uns jetzt ins nächste Level gehen. Komm schon her, Freunde. Okay, Freunde, wir sind jetzt im nächsten Level. Was erwartet uns jetzt? Okri, war das nicht ganz richtig peinlich? Nein. Oh Mann, das war sowas von peinlich. Bitte mach das Level nicht weiter. Ihr werdet es aber nicht schaffen. Oh doch, Okri, wir werden es weitermachen. Was steht dort? Schreibe das geheime Wort in das Buch. Und die Wand öffnet sich. Meint der bitte? Schau mal, hier ist ein Buch drin, Sam Lucky. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Ich glaube,
glaube, wir müssen einfach nur was reinschreiben, aber was wir reinschreiben, wissen wir gar nicht und das dann da reintun. Und wenn das richtig ist, öffnet sich hier diese Wand. Oh, 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 ich habe eine Idee, Samlucky. Warte mal, eine Idee für ein Wort? Okay, dann sag mal, was sollen wir da reinschreiben? Oh ja, oh ja, oh ja, warte kurz, wir schreiben da rein Diamant. Das ist doch bestimmt richtig, oder nicht? Schau mal. Oh, stimmt, wir haben ja gerade ein erstes Geheimnis erfahren, dass Diamanten seine Lieblingserze sind. Okay, ich würde sagen, wir tun das jetzt einfach hier rein und zack. Jetzt öffnet sich die Wand. Okay, wieso öffnet sich das nicht? Mach schon auf, Mann, mach schon auf. Ja, ihr wisst nicht, was ich als allerliebstes mag. Wie, du magst Diamanten nicht am liebsten? Das kann doch gar nicht wahr sein. Oh, ich habe eine andere Idee. Uki mag doch richtig sehr die Farbe Blau. Genau, genau, genau. Bestimmt ist Blau das Richtige. Lass uns das Buch wieder rausholen und diesmal schreibst du das rein, Samlucky. Okay, das wird zu 100% richtig sein und Blau. Perfekt. Jetzt tun wir das nur noch in den Dispenser rein und jetzt geht die Wand auf. Warte mal. Warum öffnet das sich noch immer nicht? Weiß ich auch nicht. Scheint so, als ob wir das Falsche reingeschrieben haben, aber was können wir sonst schreiben? Oh, Samlucky, Samlucky, sei ganz leise. Ich habe eine Idee. Du weißt doch, dass Uki ein Crush auf Leia hat. Wirklich? Stimmt. Der hat ja heute mit dir geflirtet, meintest du? Okay, sollen wir vielleicht ihren Namen da reinschreiben? Hey, was flüstert ihr denn da? Nichts, nichts, nichts. Ja, ja, schreib mal rein und dann probier's einfach mal aus. Okay, das machen wir. Und zack, perfekt. Wir schreiben Blau raus und ersetzen das jetzt. Perfekt. Okay, ich werde es da jetzt reintun. Tu es rein, tu es rein, tu es rein. Und warte mal, es funktioniert. Und zack, perfekt. Und zack, perfekt. Wow. Es hat wirklich geklappt, Oxy. Warte mal, was habt ihr denn da reingeschrieben? Wir haben da Lapis-Lazuli. Genau, Uki mag am meisten Lapis-Lazuli, deswegen haben wir es reingeschrieben. Okay, wir gehen jetzt ins nächste Level. Oh, okay, dann ist ja gut. Okay, ja, ja, genau. Genau, wir lügen dich auch nicht an oder so. Komm nicht bloß auf den Gedanken. Ganz genau, Leia, alles entspannt. Okay, wir sind im nächsten... warte, ich dachte, wir kriegen jetzt das nächste Geheimnis, Samlucky. Nein, haben wir irgendwie nicht bekommen. Ich glaube, jetzt kriegen wir gleich dort vorne die nächsten beiden Geheimnisse. Wow, aber siehst du das? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wir müssen hier irgendwie weiterkommen und Oxy muss aufpassen, dass du hier nicht runterfällst. Ich hab's schon bemerkt, ich hab's schon bemerkt. Die Teile bewegen sich einfach, Samlucky. Okay, Oxy, geh weiter, ich komm nach. Und let's go, ich hab's geschafft. Okay, okay, sehr gut. Mann, das sieht ja voll gefährlich aus. Ja, das tut es. Und komm schon, perfekt, ich hab's geschafft. Jetzt bist du dran. Oh, okay, und? Zack, perfekt, ich hab's auch geschafft. Oxy, du bist schon weiter? Leute, 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 was macht ihr denn da hinten? Das ist doch relativ einfach. Das ist nicht einfach, oh. Mann, wenn man runterfällt, dann wird man erledigt. Okay, jetzt werde ich mein Bestes geben. Wow! Du bist auch runtergefallen, Oxy. Wie nur das? Aber Leia, du schaffst es gleich. So, ich habe es geschafft und jetzt schaue ich schon mal ins Büchlein rein. Oh, Oxy, du bist jetzt auch hier. Okay, und weiter geht's. Komm schon, ich habe es geschafft. Leia, ich komme. Let's go! Zack, perfekt. Oh, du hast es auch geschafft. Leia, jetzt schau du diesmal rein, denn du hast noch kein einziges Mal reingeschaut. Okay, ich schaue jetzt rein. Und, warte mal, was? Uki mag dir Diamanten mehr als seine Freunde? Was? Uki, was ist los mit dir, Junge? Meinst du das ernst, Uki? Wir wollen jetzt sofort ein Geständnis hören. Wir wissen doch, du siehst uns. Nein, ich sehe euch gar nicht. Das stimmt auch gar nicht. Das ist eine Lüge. Oh Mann, das glauben wir dir nicht. Wenn das im Buch stand, war das bestimmt wahr. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt zur nächsten Kiste. Das wird ja immer peinlicher. Oh, das ist doch voll niedlich, wie sehr er Diamanten mag. Was? Nein, Lea, das ist gar nicht niedlich. Wir sind doch viel besser als Diamanten. Ganz genau, Leia. Wieso sagst du, dass das viel mehr Need ist als wir? Okay, jetzt geht's weiter. Okay, Leute, ich werde mich jetzt richtig anstrengen und... Okay, ich werde mich jetzt richtig anstrengen und komm schon kurz abwarten und... Perfekt, ich bin drüben. Ich hab's geschafft. Weiter geht's hier lang und zack, das habe ich auch geschafft. Und jetzt ins Ziel rein. Ich bin weiter, Freunde. Sehr gut hast du das gemacht, Samlucky. Und zack. Ja, perfekt, Oxy und Leia. Jetzt müsst ihr es nur noch schaffen. Na los, na los, na los. Wir kriegen das hin, Leia. Na los, brauchst du meine Hand? Soll ich dir helfen? Nein, ich schaff das schon. Nein, sie hat es nicht geschafft. Okay, Oxy, du bist jetzt dran. Wow.
Perfekt, du bist weitergekommen. Nur noch ein Sprung, du schaffst das schon. Und jetzt können wir schon hier reingucken in die Kiste. Ich hab das Buch. Leia, sollen wir schon mal reingucken oder wollen wir auf dich warten? Guckt schon mal rein, ich komme direkt. Okay, wir gucken schon mal rein. Ich bin sowas von gespannt. Das nächste Geheimnis von Uki. Oh ja, oh ja, oh ja. Und was steht da drin, Semlucky? Okay, ich werd's öffnen in 3, 2, 1. Warte mal, warte mal, warte mal, Semlucky. Die Leute haben noch gar nicht abonniert. Wie? Warte mal, Freunde. Ihr habt noch immer nicht abonniert. Stimmt das etwa? Okay, dann lasst jetzt in den nächsten 3 Sekunden Abo da. Auf 3. 1, 2, 3. Abonniert den Kanal, ansonsten muss ich mir in die Hosen machen. Warte mal. Was hast du gerade gesagt, Oxy? Okay, dann machen wir das so. 3, 2, 1, 0, Freunde. Habt ihr abonniert? Sonst wisst ihr, was passiert. Oh, ich glaube, die haben abonniert. Lass uns schnell in das Buch reinschauen, Semlucky. Okay, wir schauen jetzt ins Buch rein und let's go! Geheimnis Nummer 4. Uki hat einen Crush auf... Was meinst du bitte, Semlucky? Lass mich doch mal sehen. Okay, Oxy, schau sie auch mal an. Oh, komm, sag bitte nix. Okay, okay, mal schauen. Und zack, Geheimnis Nummer 4. Uki hat einen Crush auf... warte mal, auf Semlucky, was? Ja, dort stand Semlucky leer. Und komm jetzt rüber. Perfekt, wir haben es geschafft. Lass uns ins nächste Level gehen. Wartet mal, Leute. Irgendwie habe ich gerade voll Bauchschmerzen. Wartet kurz. Freunde, habt ihr etwa nicht abonniert? Oh nein, das sieht gar nicht gut aus, Oxy. Wir kommen einfach nach Leia, okay? Okay, aber merkwürdig, dass Uki einen Crush auf dich hat. Ja, ja, finde ich auch merkwürdig. Er würde niemals einen Crush auf dich haben. Okay, lass uns jetzt weitergehen. Und zack, perfekt, ins nächste Level. Okay, wir sind im nächsten Level. Uki, siehst du uns? Oh Mann, Freunde, ihr habt meinen Rücken. Das wäre mega, mega peinlich. Ich bin gerade fast vor Peinlichkeit draufgegangen. Hätte das Leia erfahren, dann... Egal, ihr habt meinen Rücken. Erzählt es bitte nicht weiter. Alles gut, Uki. Warte, warte, wartet. Was meint er denn? Gar nichts, Leia. Er meint nichts. Er meinte eigentlich mich. Egal, lass weitermachen. Okay, ja, wir machen weiter, Oxy. Und jetzt sind wir im nächsten Level. Warte mal, um was geht's hier überhaupt? Müssen wir etwa auf diese Slime-Blöcke springen? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich springe als erstes, Semlucky. Okay, let's go. Auf 3. 1, 2, 3. Wow, warte mal, yo, ich hab's geschafft. Ja, let's go. Ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter. Und dort vorne ist die Kiste. Da ist das nächste Geheimnis. Ich glaube, wir sind schon richtig weit. Ja, probier's nochmal, Leia. Und perfekt, let's go. Ich hab's geschafft, Oxy. Ich werde dich überholen. Und weiter geht's. Wow. Zack. Ach, das wird echt schwierig, Semlucky. Oh Mann, warte, ich nimm meine Hand. Nimm meine Hand. Oxy, das geht doch gar nicht in Minecraft. Okay, wir springen weiter. Und let's go. Ich versuch's einfach nochmal. Und let's go. Ich hab's geschafft, Oxy. Glaub bloß nicht, du wärst besser. Ich bin Jump'n'Run King. Und der nächste Jump. Let's go. Ich hab's geschafft, Semlucky. Ich bin der Erste. Ich schau direkt in die Kiste rein. Warte mal. Wart ein bisschen auf mich. Ich hab's auch geschafft. Schaut euch das bitte nicht an. Das ist mega, mega peinlich. Wenn ihr es jemandem verratet, dann werde ich mega, mega sauer. Okay. Oxy, schau einfach rein. Wir werden sie ihm verraten. Na gut. Okay. Was steht dort drin? Geheimnis Nummer 5. Uki sammelt. Bist du einfach mal selber. Warum kotzt du denn und kriegst Würgereize? Oh, hey, weißt du was? Ist das wirklich so schlimm? Ich werde es testen. Okay, ich guck rein, Freunde. Das kann wohl nicht so schlimm sein, oder? Was meint ihr? Okay, ich guck rein in 3, 2, 1 und 0. Geheimnis Nummer 5. Uki sammelt seine Popel in einer geheimen Kiste? Was steht da bitte sehr drin, Junge? Weg damit! Das steht doch gar nicht! Oh Mann, Uki ist total widerlich. Warte mal, was höre ich da? Oh, wie süß. Was? Freunde, versteckt ihr eure Popel auch in Geheimkisten? Also, ich habe davon noch nie gehört und ich finde das voll komisch, Oxy, du nicht? Ich finde es auch total komisch, aber irgendwie mag das, glaube ich, Uki. Nein, Leute, das kann gar nicht sein. Ich glaube, das hat mir jemand runtergeschmuggelt, diese Bücher. Das sind nicht meine Geheimnisse. Geheimnisse von Leia. Von Leia? Was? Meine Geheimnisse? Das stimmt doch gar nicht. What the Jigajua Jack? Das glaube ich dir nicht, Uki. Naja, egal, lass uns direkt weitergehen, Leute. Bitte geh nicht weiter, Mann. Dann gleich wird es doch viel schlimmer mit meinen Geheimnissen. Vertraut mir. Ach, okay, weißt du was? Wir gehen einfach weiter. Let's go! Okay, let's go! Wir sind im nächsten Level. Das ist anscheinend auch ein Jump'n'Run. Nein, das ist kein Jump'n'Run, oder? Doch, sieht so aus. Aber warte mal, Uki, was müssen wir hier bitte machen? Tja, hier könnt ihr gar nicht mehr durchkommen. Vertraut mir, das schafft ihr nicht. Mein nächstes Geheimnis bleibt geheim, für immer.
Ja, ich merk's gerade. Wenn man hier runterspringt, dann geht man einfach drauf. Aber wie sollen wir sonst weiterkommen? Der Jump bis dort hinten ist unmöglich. Aber was machen die ganzen grünen Blöcke hier nur? Ganz genau. Ich glaube, vielleicht sind die grünen Blöcke solche Sicherheitsblöcke, wo man dann rauf kann und nicht eliminiert wird. Oh, das könnte wirklich sein. Okay, Lea, test es aus. Wieso denn ich? Weiß nicht. Ladies first sagt man doch immer. Okay, spring nach vorne. Okay, wie ihr meint. Und zack. Okay, und jetzt ab auf den grünen Block. Na los, Leia. Auf den grünen Block. Okay, na gut, und zack. Das ist nicht so gut gelaufen. Okay, ich teste nochmal aus. Irgendwie muss es doch klappen. Und let's go. Ganz genau. Warte mal. Oh, ich weiß es. Da ist ein unsichtbarer Block, Sam Lucky. Oh, du hast recht. Das sind Barrieren. Unsichtbare Blöcke. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier lang springen. Und let's go. Genau, sehr gut. Oh Mann, Leia, du hast mich einfach runtergestoßen. Oh, tut mir leid, Orksi. Oh Mann, ist schon gut, ich komme hinterher. Ja, genau. Okay, komm schon, hier ist ein Checkpoint und diesen Block sieht man jetzt. Okay, wir werden sowas von schaffen. Und dort hinten ist schon dein nächstes Geheimnis. Wir haben herausgefunden, dass hier unsichtbare Blöcke sind. Let's go, ich bin im Speedrun-Modus. Leia, Orksi, kommt ihr nur noch? Wir kommen, Sam Lucky, warte nur auf und... Okay, let's go, wir sind weiter. Und jetzt nur noch das letzte Level. Und... Zack, endlich bin ich da. Mann, auf geht's, Sam Lucky. Wir kriegen das hin. Ja, wir kriegen das hin. Komm schon und let's go. Perfekt. Jetzt bist du dran. Okay, und Topsala. Und können gleich all Ukis Geheimnisse lüften. Und Pipikaka, let's go. Ich hab's auch geschafft. Was hast du denn gerade bitte sehr gesagt? Okay, wir schauen in die Kiste rein, Orksi. Bist du gespannt? Oh ja, ich bin auch gespannt. Ich würde sagen, wer schaut diesmal rein? Ich würde sagen, Leia. Okay, ich nehme schon mal raus und zack. Und was steht da drin? Leia, was steht da drin? Ukri furzt heimlich und schiebt es auf Sam Lucky, was? Wie bitte? Oh, das war das eine Mal, wo Leia dich dann ausgelacht hat, weißt du noch? Ja, ich kann mich doch ganz gut dran erinnern. Lass mich mal nachlesen, das stimmt doch nicht, oder? Das kann nicht wahr sein. Okay, Geheimnis das Nummer 6. Das stimmt gar nicht. Sam Lucky, schau da bitte nicht hin. Ich hab's schon gesehen, Ukri, das hat gestimmt. Wie konntest du mir nur was nur antun? Ukri furzt heimlich und schiebt es auf Sam Lucky. Oh Mann, weg damit. Du machst das immer, Ukri. Du schiebst es immer auf Sam Lucky. Das stimmt doch gar nicht. Wer hat mir das untergejubelt? Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Oh Mann, war das schrecklich. Ihr dachtet alle, ich hab gefurzt, aber dabei war es Ukri. Oh Mann, du fieser Ukri. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins nächste Level. Nein, bitte nicht. Das letzte Geheimnis ist so schlimm. Schaut euch bitte nicht an. Oh doch, werden wir. Okay, Freundin, wir sind jetzt im nächsten Level und was hat es hiermit auf sich? Ich habe einen Timer auf meiner rechten Seite. Oh ja, ich auch. 3 Sekunden. Ich weiß es ganz genau. Das ist ein sogenannter Speedrun, ein Geschwindigkeitslauf. Oh, das kann wirklich sein. Wir müssen eine bestimmte Zeit erreichen, um dort vorne anzukommen. Und du legst direkt los. Warte mal, aber ich glaube, wenn man auf diese Goldplatte geht, dann erneuert sich der Timer. Okay. Du hast es nicht geschafft. Aber nur für dich, Sam Lucky. Und das Gute ist, ihr werdet es niemals schaffen, denn ihr seid viel zu langsam. Okay. Ich bin doch schon total weit, Ukri. Schau mal. Aber deine Zeit läuft ab, Orksi. Ich glaube nicht, dass du es schaffen wirst. Und let's go. Ich muss mich beeilen. Ich komme direkt hinterher und zack und zack. Perfekt. Oh Mann, Sam Lucky. Meine Zeit ist abgelaufen. 3, 2, 1, oh nein, das soll nicht mit mir passieren, ich muss hier schnell weg, komm schon, ich muss es schaffen, Freunde, und rüber, oh nein, ich hab verloren, okay, aber ein zweiter Versuch, diesmal werde ich schaffen, und Speedrun aktiviert, und let's go, Orks, ich überhole dich gleich, und ich bin noch perfekt in der Zeit, na los, geh schon vor, Sam Lucky, und zack, let's go, ich hab's geschafft, ich hab noch 10 Sekunden Zeit, komm schon, und let's go. Ich bin im Ziel, aber warte mal, es passiert nichts. Okay, und zack, sehr gut, wir haben es geschafft. 3 Sekunden. Und komm schon, was passiert denn jetzt? Passiert absolut gar nichts. Hä, das kann doch nicht wahr sein. Oh, die Wand hat sich hier geöffnet. Okay, und hier ist eine Fledermaus. Was macht die denn bitte sehr? Ist da das letzte Buch drin, Orksi? Oh ja, da ist das letzte Buch drin. Okay, ich schau rein, Leute. Nein, lass mich diesmal reinschauen. Okay, Sam Lucky, schau rein. Oh, danke. Okay, komm schon. Was wird da drin stehen? Ukri, in ein paar Sekunden werden wir dein letztes und peinlichstes Geheimnis lüften. Nein, bitte nicht. Das ist so schlimm. Für mich. Ihr könnt das nicht machen. Das wäre sowas von peinlich. Dein letztes und peinlichstes Geheimnis. Ich bin schon gespannt. Jetzt liest schon, Sam Lucky.
Ahaha, ich bin schon sowas ungespannt. Und let's go. Warte mal, ich kann das Buch nicht öffnen. Tja, ihr könnt das Buch nur öffnen, wenn alle jetzt ihre Lieblingsfarbe kommentieren. Wie? Nur dann? Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Kommentiert jetzt alle eure Lieblingsfarbe. Die werden natürlich alle rot kommentieren. Nein, 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 nein. Die Leute mögen grün, da bin ich mir sicher, Sam Lucky. Grün oder rot? Nein, sie werden alle natürlich pink in die Kommentare schreiben. Nein, blau. Oh Mann, Freunde, wir können es doch jetzt nicht streiten. Ich will endlich das letzte Geheimnis wissen. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Schreibt alle eure Lieblingsfarbe in die Kommentare. Und schreibt bloß nichts Falsches. Also, ihr habt noch 3 Sekunden Zeit. 3, 2, 1 und... Jetzt öffnet sich wohl das Buch. Du hast recht, ich kann das Buch jetzt öffnen und wow. Letztes Geheimnis, Geheimnis Nummer 7. Hahaha, das war nur ein Prank. Warte, was? Aber 3 Geheimnisse haben gestimmt. Freunde, 3 Geheimnisse haben gestimmt? Was meint ihr, welche Geheimnisse haben gestimmt, die Ukri mit uns geteilt hat? Und warum hast du uns geprankt, Ukri? Tja, selber schuld, dass ihr so neugierig wart. Aber schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, welche Geheimnisse haben gestimmt? Oh, Freunde, was ein wunderschöner Tag. Schaut das euch an. Ich liege hier auf meiner Hängematte und Ukri macht gerade was zu essen. Die Steaks sind gleich fertig, Sam Lucky. Oh ja. Warte mal, hast du das gehört? Ja, hab ich auch. Das war bestimmt nur das Feuer. Ich hör's doch immer, Ukri. Das ist bestimmt nicht das Feuer. Ich weiß auch nicht. Das kam doch von dort vorne, oder nicht? Ja, aber woher kam das nur? Oh Mann, was war das? Weißt du was? Lass uns einfach wieder weiter grillen. Mann, lass uns davon nicht hören. Guck mal, das war ich sogar schon fertig. Hier, nimm das. Okay, Ukri, ich hör schon wieder von. Wo kommt das denn jetzt? Wo bist du? Ukri? Was ist das hier vorne? Was war das für eine komische Stimme? Was hat sie gesagt? Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das kommt von genau hier unten. Warte mal, ist das etwa eine Falltür? Und was macht die hier genau neben deinem Haus? Ist das nicht deine Falltür? Nein, ist es nicht, Ukri. Ich weiß nicht, was das bei mir macht. Genau unter meinem Haus. Was soll das? Wir müssen herausfinden, wer sowas macht und einfach neben unserem Haus eine Falltür und einen Keller baut oder sowas. Ja, ganz genau. Ich weiß nicht, wie tief es da runter geht, aber sollen wir mal schauen, wer dort ist? Hey, Freunde, was ist das nur? Ich höre ja schon... Ja, ich bin runtergefallen, Ukri! Freunde, wo bin ich hier runtergefallen? Oh Mann, warte mal. Was ist das denn hier vorne? Seit wann ist das unter meinem Haus? Hey, das ist ja ein riesiger Keller. Wie weit geht das bitte sehr nach vorne? Wo bin ich hier? Und Ukri, wo bist du eigentlich? Oh nein, komm schnell zu mir. Oh, scheint so, als ob ich hier alleine bin. Und was ist das hier, ein Parcours? Und wer ist das dort oben? Ist das etwa Ukri? Ukri, das ist... nein, das ist nicht Ukri, Freunde. Das ist Lilly. Was macht Lilly hier? Oh ja, hier ist meine geheime Basis. Keiner wird hier reinkommen. Keiner wird davon erfahren. Oh Mann, Sam Lucky ist dort bestimmt nicht so klug und guckt einfach unter seinem Haus, was dort ist. Nein, nein, nein. Hier wird keiner hinkommen. Was hat sie gesagt? Sam Lucky ist bestimmt nicht so klug. Da hast du dich dick getäuscht. Ich habe dein geheimes Versteck gefunden. Und was verheimlicht uns hier, Lilly? Warum baut sie unter meinem Haus eine geheime Höhle? Und wo geht sie jetzt etwa hin, Freunde? Oh Mann, in dieser Höhle sind alle meine Geheimnisse versteckt. Und hier wird niemand hinkommen. Hier sind sie sicher aufbewahrt. Sicher aufbewahrt? Oh, da hat sie recht. Das ist ja ein Parcours oder so. Das ist voll schwierig. Oh ja, wenn die anderen davon wüssten, von meinen ganzen Geheimnissen. Oh, das kann ich niemals zulassen. Und deshalb habe ich hier diesen Geheimnisbunker gebaut. Oh, Sam Lucky und Ukri, die dürfen das niemals erfahren. Und das werden die auch niemals. Hä? Was hat sie gesagt? Oh, doch, Lilly, ich habe deinen Geheimbunker schon gefunden. Und ich werde den ganzen Parcours bestehen mit Ukri, damit wir all deine Geheimnisse lüften. Und jetzt schnell dort rein. Alle meine Geheimnisse verstecken schnell. Wo ist sie etwa reingegangen? Das ist ein Enderportal, Freunde. Oh Mann, was hat die hier alles gebaut? Das sieht so sicher aus. Und wo ist jetzt eigentlich Ukri? Wo bin ich hier? Bist du ja endlich? Oh Mann, Ukri, ich dachte, ich bin hier schon ganz alleine. Du hast mich fast im Stich gelassen. Warte mal, Sam Lucky, warum hörst du dich gerade so gelästig an? Wo sind wir hier? Oh Mann, das ist eine lange Geschichte. Ich habe gerade deine Schwester beobachtet. Die hat ja alles gebaut, Ukri. Wie? Was redest du, meine Schwester?
Was hat sie getan? Oh ja, ich weiß selber nicht, wie die das alles hier aufgebaut hat. Die hat hier ganz viele Geheimnisse versteckt, die wir alle nicht wissen dürfen. Nein, ihre ganzen Geheimnisse aus ihrem Buch, oder was? Aus ihrem Buch? Seit wann weißt du denn davon? Ja, sie hat immer ein Buch versteckt von mir, mit ihren ganzen Geheimnissen. Und dann habe ich es mal fast gefunden und jetzt hat sie einfach eiskalt die ganzen Geheimnisse hier unten versteckt. Oh ja, die scheinen so geheim zu sein, dass niemand die wissen darf, dass sie die sogar hier in diesem Bunker versteckt. Aber wir werden es schaffen und diesen Jump'n'Run bestehen. Zack, perfekt. Wo ist das erste Geheimnis? Oh, ich bin runtergefallen. Oh nein, wir müssen alles wieder von neu machen, Sim Lucky. Okay, wir sind wieder oben. Lass uns das Ganze nochmal probieren. Hier lang, zack, zack, zack. Und jetzt hierauf, perfekt. Ja, aber Sim Lucky, eine Frage. Ja? Warum willst du überhaupt die Geheimnisse von meiner Schwester Lily herausfinden? Ich meine, wer will das nicht gerne? Vielleicht steht ja in den Büchern was ganz, ganz Peinliches. Sim Lucky, ich glaube eher, dass du unbedingt herausfinden willst, ob ihr Geheimnis ist, dass sie auf dich steht, weil ich merke gerade die ganze Zeit, dass du ein bisschen auf Lily stehst. Nein, Ukri, das stimmt gar nicht. Ich stehe ganz sicherlich nicht auf deine Schwester, Ukri, als ob ich das tun würde. Freunde, was redet der da eigentlich? Ukri, hier ist eine Kiste. Denkst du, da ist das erste Geheimnis drin? Und wann kommst du hier endlich hoch? Okay, ich will doch auch die Geheimnisse von meiner Schwester herausfinden. Ich meine, ich kenne sie zwar gut, aber sie hat ein paar Geheimnisse, von denen ich noch nie was erfahren habe. Und weißt du, was ich erfahren will? Wo sie ihre ganzen Diamanten versteckt hat. Oh, wow. Vielleicht steht das ja wirklich im Buch. Lass uns sofort die erste Kiste öffnen. Was wird dort drin stehen? Ist da schon ein Geheimnis drin? Mal schauen. Wow, da ist ein Buch drin. Ich nehme das sofort raus. Und was wird dort drin stehen, Freunde? Seid ihr gespannt? Und ich schau rein. Zack. Liebes Tagebuch, bald werden meine Geheimnisse enthüllt. Doch der Parcours, den ich erschaffen habe, ist unbezwingbar. Niemand wird sie je finden. Lily, Ukri? Oh, was? Das heißt, wir müssen hier rein in dieses Portal und die ganzen Geheimnisse nacheinander rauskriegen. Oh ja, es wird anscheinend richtig schwierig, aber dafür werden wir alle Geheimnisse von ihr erkennen. Also, let's go! Rein hier! Was? Okay, ich komm nach. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Sieht komisch aus. Egal, wir müssen jetzt ein Parcours bestehen, damit wir nach jedem Level ein Geheimnis von ihr rausfinden. Wo geht's hier bitte sehr lang? Was ist das denn, Freunde? Oh, hier ist einfach Seelensand. Schnell hoch und... wow, ich wurde nach oben geboostet und Ukri, komm jetzt auch schnell. Ukri, pass auf, komm hier hoch. Und perfekt. Du hast geschafft. Ich will endlich erfahren, wo Lily die ganzen Diamanten vor mir versteckt hat, die meine Eltern an sie vererbt haben. Hä? Okay. Ich habe nichts davon abgegeben. Ach so, ja, das wäre ein bisschen fies, wenn du die jetzt klaust. Naja, da oben ist direkt die erste Kiste. Da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen, Okri. Da ist also das erste Geheimnis drin. Komm schon, ich will es herausfinden. Und bitte, ich guck rein, Okay, guck du rein. Was wird da drin stehen, Okri? Lese schon vor. Oh, soll ich das wirklich vorlesen? Schau selber. Oh Mann, ich habe schon gesehen, das ist so schrecklich. Schrecklich, was meinst du? Geheimnis Nummer 1. Jedes Mal, wenn meine Freunde nicht hinschauen, schleiche ich mich in die Küche und nasche heimlich ein Stück Schokolade oder ein paar Kekse. Ich kann einfach nicht widerstehen. Oh, was ist das denn bitte sehr für ein Geheimnis? Haha, die frisst ja wohl all deine Kekse weg, oder nicht? Weißt du, wie schlimm das ist? Deshalb waren meine ganzen Kekse, als ich klein war, immer verschwunden. Ich dachte, ein Geist hat sie geklaut. Aber das war Lily. Das war Lily, die sie alle aufgegessen hat. Au. Oh Mann, ey, das ist voll fies. Danach kannst du es ihr sagen, dass du jetzt endlich weißt, dass sie es war. Naja, wir werden jetzt sofort das zweite Geheimnis rausfinden. Und ich glaube, mit jedem Geheimnis wird es einfach peinlicher für Lily. Oh ja, das war ja noch nichts im Gegensatz zu den Sachen, die gleich doch kommen werden vielleicht. Und ich will endlich herausfinden, wo sie meine Diamanten versteckt hat. Okay, das werden wir bestimmt gleich herausfinden. Wo sind wir denn jetzt hier? Wow, das sieht hier alles so nach Warden aus. Was hat die hier bitte sehr gebaut? Und da ist die nächste Kiste schon. Okay, das geht ja richtig schnell. Und, willst du schon reinschauen? Oh ja, schau mal, hier sind Fledermäuse. Das ist richtig gefährlich hier vorne. Okay, warte, ich schau rein. Nein, du hast letztes Mal als erst reingeschaut. Jetzt schau ich rein. Stopp, hör auf. Was soll das? Ist das etwa Lily? Okay, Lily, wo bist du? Siehst du das aus? Ich sehe alles aus der Kammer. Ich sehe euch ganz genau. Ihr werdet niemals meine Geheimnisse herausfinden. Bist du dir noch sicher, Lily? Schau mal, was ich in der Hand habe. Ich habe dein zweites Geheimnis. Warte, was? Du hast schon mein zweites Geheimnis mit Ukri herausgefunden? Oh nein. Okay, ich würde sagen, aber die nächsten Geheimnisse, die noch viel peinlicher sind, die werdet ihr niemals herausfinden, denn der Parcours wird noch viel schwerer.
Habt ihr es gehört, Freunde? Doch, wir werden den ganzen Parcours bestehen und all deine Geheimnisse lüften. Haha, du wirst schon sehen. Oh nein, aber Okri darf ihn nicht erfahren und du auch nicht. Oh, doch, werden wir. Ich schau sofort rein, Okri. Komm, wir schauen beide rein. Haha, du darfst nichts dagegen machen. Nein, ich schau nicht rein. Oh, doch. Und zack, Geheimnis Nummer 2. Ja, was hast du davon, Lili, dass du mir damals meine Kekse weggegessen hast, hm? Ich schau rein. Okri hat mal in seine Hose Pupsi gemacht auf einer Übernachtung. Hä? Hä, was ist das denn für ein Geheimnis? Haha, Okri, das ist einfach ein Geheimnis über dich. Ey, ist das dein Ernst? Warum behältst du deine Geheimnisse nicht für dich, Lili? Wolltest du doch selber so, haha, Pech gehabt. Oh, haha, Okri, sie hat einfach dein Geheimnis gelüftet. Warte mal, was war das für ein Geheimnis? Okri hat mal in seine Hose Pupsi gemacht auf einer Übernachtung. Oh Mann, Okri, wie ekelhaft bist du? Weg mit dem Buch. Junge, was soll das denn? Ey, Simlucky, lass uns nicht diesen Parcours machen. Lass uns nach Hause gehen. Also, ich will nicht noch mehr Geheimnisse über mich herausfinden. Ey, Nini, das kannst du nicht machen. Oh nein, ganz sicher nicht. Ich werde jetzt weitermachen mit dem Parcours. Und zack, let's go. Haha, Okri, du wirst niemals mich aufhalten können. Oh doch, Simlucky, was sagst du da? Natürlich werde ich dich aufhalten, obwohl... Ich weiß ja nicht, Lili. Ganz bestimmt hast du bei den nächsten Geheimnissen deine Geheimnisse rausgeplaudert. Au, ja, ihr müsst ja so verstehen. Okri ist einfach der Bruder von Lili und deswegen hat die da bestimmt auch ein paar Geheimnisse von Okri reingepackt. Da bin ich mal richtig gespannt, aber ey. Wenn da mein Geheimnis wieder drin steht, dann werden wir es nicht vorlesen. Denn ich will nicht die peinlichen Geheimnisse über mich herausfinden. Beziehungsweise, ich weiß nicht schon, aber du darfst nicht herausfinden. Naja, das werden wir ja noch sehen, Okri. Und wie kommen wir jetzt hier voran? Das ist ja voll schwierig, das Level. Es scheint wirklich so, als ob das nächste Geheimnis noch viel peinlicher wird. Was? Oh nein, du hast recht, Lili. Was hast du da vor? Was hast du für ein Geheimnis? Bitte nichts über mich. Aber jetzt habe ich es herausgefunden. Wir müssen einfach hier rüberspringen und let's go. Ich bin bei der nächsten Kiste. Okri, soll ich die schon öffnen? Warte auf mich. Okay, warte, was müssen wir machen? Wie komme ich hier rüber? Einfach auf diesen Slime. Okay, und zack, wow. Lili, siehst du das? Wir finden wieder ein Geheimnis über dich heraus. Au, ja, Okri, schau sofort in die Kiste rein. Ich will nicht reingucken, denn vielleicht ist das ja dein Geheimnis, Okri. Okri, oh Mann, jetzt erpresst die dich. Das hat sie bestimmt einfach nur so gesagt. Soll ich reinschauen? Nein, schau da lieber nicht rein. Schau da nicht rein. Oh doch, du blöffst bestimmt. Da ist eh kein Geheimnis über mich drin. Ich schau da direkt rein. Simlucky, wenn das ein Geheimnis von mir ist, dann lese ich das nicht vor, okay? Okay, zeig mal her, was steht dort drin? Geheimnis Nummer 3. Ich bin absolut begeistert von Lollipops. Und gestern habe ich mir einen fantastischen Super-Lollipop... Warte mal, was hat sie damit angestellt? Ja, lies weiter, Okri. Oh nein, du glaubst mir nicht. Von Okris Diamanten gegönnt, schreibt sie. Sie hat also von meinen Diamanten einen Lollipop gekauft. Was? Oh Mann, das ist ja richtig fies. Wie viel hat der Lollipop gekostet? Bestimmt nicht so viel. Also alles gut. Obwohl, warte mal. Der Kaufpreis betrug lediglich 1000 Diamanten. Was? Okri, die hat sich für 1000 Diamanten Lollipop von deinen Diamanten gekauft. jetzt sind wir beide runtergefallen. Ich glaube, ich fall um. Oh, Simlucky, mir ist übel. 1000 Diamanten von mir sind verschwunden. Ich liebe Diamanten. Ohne Diamanten kann ich nicht leben. Okri, sieht so aus, als ob du deine Diamanten nie wieder kriegen würdest. Für 1000 Diamanten Lollipop kaufen. Oh Mann, Okri, du tust mir echt leid. Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen, Lili, was du davon hast. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast einfach meine Diamanten ausgegeben. Ach, egal, Okri, ist doch nicht so schlimm. Obwohl, wenn einer meinen Redstone klauen würde, dann wäre ich auch ziemlich sauer. Okay, ich gehe sofort ins nächste Level, denn ich will das nächste Geheimnis wissen, Okri. Ich gehe schon mal alleine. Haha, ich habe eure Diamanten alle gestohlen. Ha, Okri, selber schuld. Mann, das war Lili, die beobachtet uns noch immer durch Kameras. Oh nein, Lili, das kriegst du zurück. Wir werden jetzt all deine Geheimnisse lüften. Und noch viel peinlichere. Wir werden es schaffen. Schaut mal, ihr seid jetzt schon am Verzweifeln. Der Schattenmann ist viel zu schwer für euch. Findest du? Schau mal, wie gut ich gerade bin. Okri, schau, wie weit wir sind. Hier müssen wir nur noch die ganzen... Oh ja, wir werden dich besiegen, Lili. Wir werden all deine Geheimnisse herausfinden und dann werden wir die gegen dich einsetzen. Einsetzen? Okri, willst du die gerade etwa erpressen? Nein, sowas machen wir nicht. Und auch noch. Wenn ich meine Diamanten nicht zurückbekomme, dann erzähle ich von allen deinen Geheimnissen. Und deshalb werde ich dir es alle herausbekommen. Okay, okay, mach wie du willst. Damit habe ich nichts zu tun. Ich springe hier sofort rüber. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir in die Lava fallen. Simlucky, warum willst du dann ihre Geheimnisse herausfinden? Das macht keinen Sinn. Ach, einfach so aus reinem Interesse. Wieso nicht? Und, runter, perfekt. Oh, hier ist sofort die nächste Kiste, Okri. Wir haben das nächste Geheimnis. Ich guck schon mal rein. Und was wird da drin stehen, Freunde? Okay,
Okay, ich öffne es und Geheimnis Nummer 4. Uki klaut manchmal meine Puppen und spielt mit ihnen. Uki, ist schon wieder ein Geheimnis von dir. Das stimmt gar nicht. Lili, warum sagst du das? Das stimmt doch gar nicht. Ach doch, als du klein warst, hast du immer die Puppen von mir geklaut und selber damit gespielt. Gib's zu, Uki. Und außerdem, das ist jetzt dein letztes Geheimnis über dich. Aber weißt du was? Ab jetzt kommen meine Geheimnisse. Die dürft ihr niemals erfahren. Hey, hast du es gehört? Uki, jetzt werden die Geheimnisse von ihr fressen. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Aber das ist eigentlich besser für mich, weißt du, Lili? Jetzt gebe ich mir doch mehr Mühe. Komm, stell hier hoch. Jetzt werde ich all deine Geheimnisse lüften. Das kann ja nicht sein, dass du hier einfach den Leuten erzählst, dass ich mit deinen Puppen gespielt habe. Das stimmt gar nicht. Okay, ich glaube dir nicht, dass es nicht gestimmt hat. Das hat bestimmt gestimmt. Okay, wir gehen hier hoch und wir kriegen gleich alle Geheimnisse von Lili raus. Geh komm, wir müssen rüber. Hier runter auf diesen Schleimblock und... Zack, Lili, du wirst schon sehen. Ich komme mit, okay, und zack, perfekt. Ich hab's auch geschafft. Hier runter. Und wir müssen jetzt sofort das nächste Level bestehen. Du musst hier reinziehen. Schnell. Und? Das ist ein Schleimblock. Ein Schleimblock? Was meinst du? Ach so, ja, stimmt. Danke, okay. Du musst an den Rand. Und ich probiere es ganz kurz. Zack, let's go. Ich hab's geschafft. Jetzt geht's sofort weiter. Und Speedrun, Freunde, wir werden jetzt alle Geheimnisse lüften. Und hier müssen wir jetzt anscheinend auf diesen Slimeblock. Zack, und jetzt. Darüber. Das hat nicht so gut geklappt. Ich probiere es nochmal. Und zack, let's go. Ich hab's geschafft. Und jetzt bin ich hier unten. Wow, wo bin ich denn hier gelandet? Hier ist schon wieder überall Lava. Das Ganze wird wirklich immer schwieriger, weil ich glaube, jetzt kommen wirklich Geheimnisse. Die Lili nicht will, dass wir die herausfinden. Okay, pass auf. Oh ja, ich passe ja auf. Was seid ihr das, Lili? Du hast hier einfach echte Lava platziert. Oh Mann, schau mal, wie gefährlich das jetzt wird. Sim Lucky, wir müssen jetzt nicht nur um die Geheimnisse kämpfen. Wir müssen aufpassen, dass wir selber nicht draufgehen dabei. Oh ja, du hast recht. Oh Mann, Lili, wie kannst du nur so sein und das so schwierig machen? Willst du etwa, dass uns etwas passiert? Oh Mann, die Geheimnisse gleiten. Müssen echt krass sein, krass peinlich. Oh, ja, ich glaub auch. Oh Mann, Lili, du wirst schon sehen. Jetzt bist du noch ruhig, aber gleich wirst du richtig ausrasten, bestimmt, wenn wir dein Geheimnis herausfinden. Sim Lucky, komm schon, wir müssen weiter. Oh ja, ich glaube, wir müssen hier runter. Was ist das denn? Das ist ein Spawner, wir müssen schnell hochkommen. Und zack. Siehst du das? Okay, hier ist die nächste Kiste. Oh ja, jetzt öffnen sie direkt. Perfekt. Oh ja, ich nehme mir sofort das Buch raus. Hör auf damit, Sim Lucky. Das ist mein Geheimnis. Keiner darf es herausfinden. Hör auf damit. Zu spät, Lili. Und zack, nein, Geheimnis Nummer 5. Niemand außer mir weiß, was weiß man denn nicht, dass ich mich nicht traue, meinen Crush anzusprechen, um ihn nach einem Date zu fragen. Okay, hast du es gehört? Meine Schwester hat den Crush. Lol. Oh ja, finde ich auch voll komisch. Freunde, auf wen hat sie bloß einen Crush? Schreibt mal in die Kommentare, vielleicht wisst ihr es ja. Was denkt ihr, Freunde? Ist es Sim Lucky, mein bester Freund? Oxy? Okay, Oxy, Sim Lucky oder Billy? Warte mal, du denkst doch nicht wirklich, dass sie auf Billy den Crush hat? Weiß ich nicht, vielleicht hat sie auf Billy einen Crush, könnte auch sein. Und zack, wir gehen sofort rüber. Und okay, schau mal, hier ist wieder so ein Enderportal. Ich glaube, jetzt wird's richtig ich weiß auf wen. Bestimmt auf Arnold, oder nicht? Arnold, du meinst den Typen mit ganzen Muskeln? Nein, auf den bestimmt nicht. Oh Leute, das werdet ihr niemals erfahren. Oh Mann, das dürftet ihr eigentlich auch nicht wissen. Na gut, ihr werdet ihn nicht erfahren. Außer ihr findet das mein letztes Level. Oh nein. Hast du es gehört, Oki? Im letzten Level werden wir vielleicht herausfinden, auf wen sie steht. Oh, ja, oh Mann. Oh, das habe ich ganz vergessen. Oh nein, im letzten Level findet ihr das wirklich heraus. Oki, wo sind wir jetzt eigentlich gelandet? Ah, ihr seid zurückgerannt, die Noobs. Zurückgerannt? Ich verstehe gar nichts mehr. Freunde, ich habe mich gerade, glaube ich, verlaufen. Wir gehen hier nochmal rein. Zack. Jetzt weiß ich nicht. Wir müssen hier einfach rüber. Und perfekt. Okay, gehen das Portal rein. Und jetzt hier rüber. Ja, ganz genau. Und jetzt gehen wir hier wieder rein. Oh, wow. Ich glaube nicht, dass Oh nein, ihr seid weitergekommen. Ich glaube, wir sind jetzt beim 6. Geheimnis. Bald kommt das 7. und das letzte. Okay, wir gehen hier rüber. Zack, zack, zack. Wir werden es easy bestehen. Lili, du wirst schon sehen. Also, ich finde auf jeden Fall heraus, auf wen du einen Crush hast. Obwohl es Sim Lucky, Billy oder Oxy ist. Ich werde es schon herausfinden. Ich werde es auch herausfinden. Und hier auch auf diesem Holzblock. Und jetzt weiter geht's. Lucky, was machst du eigentlich, wenn du es bist? Freunde, weiß ich selber nicht. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich das zulassen kann, dass meine Schwester so einen Dummkopf wie dich heiratet. Was laberst du da, Okri? Ich bin ganz sicher kein Dummkopf. Das ist das nächste Geheimnis. Ich pack's sofort raus und zack, Okri, was wird da drin stehen? Wir sind bei Geheimnis Nummer 6. Soll ich dir vorlesen? Jetzt hört auf. Nein, lest das nicht vor. Gib das Okri, der darf das vielleicht auch wissen, weil der mein Bruder ist, aber du nicht. Was? Ich darf's nicht wissen? Warum darf ich das Geheimnis nicht wissen, Freunde? Ja, weil ich nicht will, dass du es herausfindest. Das ist ein Geheimnis. Geheimnisse bleiben geheim. Ich soll's nicht öffnen? Freunde, was meint ihr? Lasst mal ein Abo und ein
Leiter, falls ihr wollt, dass ich reinschaue. Also auf 3, 2, 1 und 0. Wow, danke. Es haben so viele Leute geliked und abonniert. Okay, ihr wollt alle, dass ich reinschaue. Das heißt, ich schaue jetzt rein, okay? Und? Okay, na gut, ihr könnt reinschauen, aber die nächsten werdet ihr eh nicht schaffen. Das werden wir sehen. Das letzte Geheimnis kommt ja gleich. Also, Geheimnis Nummer 6. Ich sage immer, dass ich Ukri nicht mag, aber eigentlich ist er voll okay. Simlucky ist aber besser. Nein, das war nur ein Spaß von mir. Das war ich nicht ernst. Oh doch, Schwesterherz, ganz genau. Aber weißt du was? Ich finde das genauso. Weißt du, wir sind ja Geschwister und eigentlich mag dich auch voll. Oh, das ist voll schön. Aber warum steht da, Simlucky ist aber besser? Was? Du hast geschrieben, Simlucky ist besser? Oh nein, du kannst es nicht ernst meinen. Simlucky ist doch nicht besser als sein Bruderherz. Oh ja, da steht da wirklich drin. Okay, hast gehört, ich bin einfach besser. Das tut mir leid, Ukri, aber das stimmt auch. Aber nicht, weil er mein Crush ist oder sowas. Freunde, was sagt ihr da? Oh Mann, Ukri, Schwester ist wirklich komisch. Die macht mich richtig verlegen. Und zack, ich gehe hier wieder rein. Ich glaube, wo sind wir jetzt hier? Oh nein, ihr seid jetzt schon beim letzten Geheimnis. Das ist das letzte Geheimnis. Hier sieht es auch richtig gruselig aus, aber wir werden es bestehen. Jetzt werden wir herausfinden, auf wen sie einen Crush hat, Mann. Okay, was ist siehst das hier du das? Vorne? Ich weiß selber nicht, was das ist. Hier müssen wir irgendwie rüberkommen. Okay, und springen. Okay, was machst du? Das war knapp. Okay, ich springe gleich auch auf 3, 2, 1 und 0. Das war knapp, Okri. Ja, alles nochmal gut gelaufen. Wo geht es denn jetzt lang? Ah, warte mal, ich glaube hier, aber wie kommen wir da hin? Weiß ich auch nicht, Ukri. Wie soll das gehen? Oh Mann, ich habe eine Idee, Simlucky. Schau dir das mal an. Und zack. Hier ist ja wirklich lang, habe ich gar nicht gesehen. Und zack, ich springe ja auch rüber. Und wo müssen wir? Hier. Okay, auf den Zaun und rüber geht's. Hier ist wieder ein Checkpoint. Okay, let's go, weiter geht's. Hier wird's auf einmal blau. Jetzt war es rot. Oh, es passt voll zu uns. Warte, zu uns? Ja, stimmt. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Das Level ist bestimmt cool. Was ist das denn hier vorne? Das sind Elytras. Leute, ich habe einen Elytra bekommen. Warte ich mal. Ich auch. Wer hat das denn gemacht, Lili? Das ist das Ende. Das ist das Ende. Okay, schau mal. Da ist eine Kiste. Leute, ihr könnt keine Elytra fliegen. Ihr traut euch gar nicht. Ihr geht nicht da drüber. Das ist nicht gut für euch. Ihr fliegt doch ins Nichts. Oh doch, wir gehen rüber. Denn da vorne ist das letzte Geheimnis von Lili. Leute, wenn ihr da hingeht, dann müsst ihr aufpassen. Denn es kann sein, dass ihr aus der Welt fliegt. Was redest du da, Lili? Das stimmt doch nicht. Ich will es nicht riskieren. Das funktioniert so nicht. Du hast eigentlich recht. Da ist es so dunkel. Irgendwie traue ich mich auch nicht. Ukri, traust du dich? Oh ja, ich werde es dir heimzahlen, Lili. Ich traue mich. Zack. Wow. Ukri, was machst du? Oh nein. Simlucky, ich werde das Geheimnis niemals erfahren. Du bist runtergefallen. Jetzt darf ich bloß nur noch nicht mehr runterfallen. Sonst werde ich das Geheimnis auch nicht erfahren. Leute, würdet ihr es schaffen, mit der Elytra darüber zu fliegen? Schreibt es mal in die Kommentare und ich würde sagen, Lili, jetzt gehe ich darüber und let's go! Ich werde es schaffen! Let's go! Ich habe es geschafft, Freunde! Du hast es geschafft, ja, jetzt für die Geheimnisse heraus, schnell, Mann! Okay, werde ich machen und zack, ich gucke in die Truhe rein. Da ist das letzte Buch drin. Ich will nicht reinschauen, schau da nicht rein, bitte nicht. Ich werde ganz sicher reinschauen. Ukri, wo bist du hin? Oh nein, was ist passiert? Okay, du hast dich nochmal gerettet. Ich hab's doch knapp geschafft. Oh Mann, ich bin da fast runtergefallen wegen der Lili. Und jetzt find endlich ihr Geheimnis heraus. Es reicht mir jetzt endlich mit deinem komischen Parcours. Okay, ich schau jetzt in das letzte Buch. Geheimnis Nummer 7. Ich habe mich unsterblich in... Was steht da, Freund? Ich kann's nicht erkennen. Punkt, verliebt. Jedes Mal, wenn er in meiner Nähe ist, werde ich ganz nervös und weiß nicht, was ich sagen soll. Lili ist ganz nervös. Haha, Freunde, wir haben ihr letztes Geheimnis rausgefunden. Naja, Freunde, was meint ihr? Welcher Name hätte dort gestanden? Also, Freunde, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like. Dann vergesst nicht, bei meinem Freund Ukri vorbeizuschauen. Kauft euch doch Mitglied. Aber das ist natürlich nur freiwillig, wenn ihr mich supporten wollt. Und ihr kriegt dann ganz coole Emojis. Und wenn ihr jetzt aufs nächste Video drückt, dann findet ihr das nächste Geheimnis heraus. Wirklich? Oh, probiert's mal aus, Freunde. Und drückt schnell aufs nächste Video. Let's go! Was? Ich fall runter! Ich freue mich auf das nächste Video!